Der Jahreswechsel ist die Zeit, einmal Wichtiges von Unwichtigem zu trennen. Der Terror der Banker kann nicht akzeptiert werden. Das Verlieren von Maß und Mitte mancher Banker und Manager. Die Bundesregierung handelt ohne soziales Verantwortungsbewusstsein, finanzielle Exzesse, egal ob in kleinen oder in mittleren oder in großen Unternehmen. In ihrer Neujahrsansprache übte die Kanzlerin heftige Kritik am neoliberalen System und forderte dessen Abschaffung. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, Ursache und Wirkung dürfen nicht vergessen werden. Wegen diesen tollen Nachrichten fand am 31.12. in Berlin eine spontane Bürgerbefragung statt. Also die Bundeskanzlerin hat ja gestern verkündet in ihrer Neujahrsansprache, dass das neoliberale System jetzt abgebaut werden soll. Und wo würden Sie denn beginnen mit dem Systemabbau? Also gleich in Bayern. Ja, ich würd Hartz IV wieder abschaffen und da ein bisschen mehr für soziale Gerechtigkeit sorgen. Ja. Warum Hartz IV? Was einfach zu wenig ist. Wir haben das gar nicht mitbekommen. Habe ich gestern nicht mitbekommen, aber der Systemabbau für mich als erstes wären größere soziale Einrichtungen. Ja. Also dass es abgebaut wird? Auf jeden Fall würde ich befürworten und anfangen würde ich auf jeden Fall erstmal mit dem Mindestlohn. Also wie stehen Sie denn dazu, dass der Neoliberalismus jetzt abgebaut werden soll ab morgen? Schön wär's, ja. Ja? Und ja, wo würden überall. Sie beginnen mit dem Abbau? Ja, überall. Mit den Großen halt. Ja, gibt's. Haben. Die Neujahrsansprache der Bundeskanzlerin löste so viel Begeisterung bei den lieben Mitbürgerinnen und Mitbürgern aus, dass diese zu Tausenden auf der Oberbaumbrücke den Beginn des Abbaus des neoliberalen Systems zu feiern begannen. Ganz Berlin feiert das Ende des neoliberalen Systems. Es ist vorbei. Deshalb steht für mich auch im kommenden Jahr an erster Stelle alte Fehler wiederholen. Das geht zusammen, wenn man es nur will. Und wir wollen es. Denn es ist Ihr Geld, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger.